Guten Tag, liebe Community, und willkommen zurück zum Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess mit mir, dem Cloud von Delivery LP. In der letzten Folge sind wir auf die holde Prinzessin Zelda getroffen und sind zurückgekehrt in unsere Lichtwelt. Unsere Lichtwelt hier. Oh, da ist ein Regenbogen, schön. Allerdings, wie ihr seht, immer noch als Wolf. Und jetzt gilt es herauszufinden, was wir tun müssen, um wieder unsere helianische Form anzunehmen. Denn als Wolf wollen wir natürlich nicht hier die ganze Zeit rumrennen. Wir möchten ja schon gern wie selbst sein. Ihr seht, Midna ist auch nicht mehr da. Denn in dieser Welt ist sie nur als Schatten existent. So, wir begeben uns mal Richtung Dorf. Wir werden hier immer zwischendurch mal ein bisschen wühlen, wenn wir was sehen. Und ihr seht, Gegner. Hier. So, das war's mit dem. So. Wir gucken mal, was wir zu tun haben. Oh, dann. Natürlich sind auch die kein Problem für uns. Ups, da habe ich daneben gewühlt. Ich weiß gar nicht, ob sich das lohnt, überall rumzuwühlen für einen Rubin immer. Weil Herzen haben wir letztendlich voll und wir haben ja sowieso auch bisher nur drei. Aber vielleicht hole ich ja irgendwo noch was Cooles raus. Wenn es nur ein 10er Rubin ist. Warte. Ein Tierchen. Ja, Leute, dadurch, dass wir jetzt ein Tier sind, können wir natürlich auch mit Tieren kommunizieren. Diesen Feigling hast du ja ganz schön sauer gegeben, bravo. Diese Typen haben den ganzen Wald verwüstet und das Dorf auch. Sogar die Kinder aus dem Dorf haben sie entführt. Also du bist einer von den Guten, das merkt man direkt. Schließlich riechst du genauso wie die Bäume von Ordon. Wenn du in Schwierigkeiten kommst, sprich am besten mit den Tieren im Dorf, ja? Keine Sorge, wir Tiere verstehen uns untereinander. Du bist also nicht allein. Damit wir Bescheid wissen und wir haben gehört, das Dorf ist auch nicht mehr so sicher, wie es mal war. Oh nein, was für ein Elend. Ach Kinder, wo seid ihr nur? Ist es Frau? Vergibt euren Vater diesem törichten Taugenichts. Der Vater, der macht sich natürlich große Sorgen. Jetzt gilt es aber erstmal herauszufinden, was wir überhaupt anstellen müssen. Um letztendlich wieder unsere Form anzunehmen. Wir können mit dem Moon reden. Nanu, neu hier, was? Kann ich mal so dumm von dir, dich erstmal bei den richtigen, wichtigen Leuten bekannt zu machen. Also quasi bei mir. Du willst also etwas über das Dorf erfahren. Ich kann dir alles erzählen, was du wissen müsstest. Was meinst du? Erzähl. Für gewöhnlich ist das hier ein ganz normales, ruhiges Dorf, aber heute gab es ziemlichen Ärger. Du glaubst es nicht, Monster haben das Dorf überfallen und die Kinder entführt. Übrigens, irgendwie siehst du auch ein wenig monströs aus. An deiner Stelle wäre ich vorsichtig. Die Leute in dieser Stadt könnten ziemlich allergisch auf dich reagieren. Ja. Wir schärfen unser Gespür. Vielleicht bringt uns das ja weiter. Und vielleicht finden wir auf diese Weise irgendwas. Allerdings, oh, guck mal, wir können hier im Feld rumwühlen. Aber wir müssen jetzt nicht das ganze Feld umgraben hier. Weil letztendlich volle Herzen haben wir und Rubine, holen wir da letztendlich auch nicht so viele raus. Und ich glaube, es ist schlauer jetzt erstmal. Ach, du meinst den Schild? Psst, du bist viel zu laut.
Dieser Schild ist doch noch bei dir zu Hause, oder? Ja klar, aber muss irgendwo in der oberen Abstellkammer sein. Na dann geh und bring ihn her. Mo ist ja verletzt, also werde ich mich auf die Suche nach den Kindern machen. Mo haben sie erwischt, obwohl er ein Schwert hatte. Ohne Waffe hast du auch keine Chance. Keine Sorge, das Schwert, das wir der königlichen Familie als Geschenk überbringen wollen, ist noch in Mo's Haus. Na gut, wenn du es sagst, Boro. Also gut, ich hol dann jetzt den... Ein Monster, nicht sie weg! Als hätten die Leute noch nie einen Wolf gesehen. Na, wenn das mal nicht interessant ist. Was für eine Bande von Schwachköpfen. Also? Welchen Weg sollen wir nehmen? Ja, der wurde uns natürlich jetzt dezent gezeigt. Wir reden nochmal mit dem Hund. Spazieren gehen bei Nacht ist echt der Wahnsinn. Vielleicht kann ich ja heute wieder was Tolles finden. Löcher graben und Schätze finden ist für mich das Allergrößte. Mit dem Gespür muss man nur gründlich genug suchen und dann graben. Da findet man immer was. Ja, das kennen wir ja schon. Mit dem Graben. Aber eigentlich wollte ich das Gespür aktivieren. Ihr seht, hier können wir auch wieder ein bisschen rumwühlen. Und letztendlich, man findet ein paar grüne Rubine und das war es dann so ziemlich. Also viel mehr findet man. Na okay, ich habe nichts gesagt, ein blauer Rubin. Den verachtet man natürlich nicht. So. Dann schauen wir mal weiter. Ein Monster! Wollt ihr etwa schon wieder unser Dorf überfallen? Gib uns unsere Tochter zurück. Hier, nimm das. Oh, das ist nervig. Daran erinnere ich mich noch. Oh, müssen wir uns jetzt überlegen, wie wir zu den hoch... Ah, da ist noch die Katze. Sag mal, bist du etwa von den Falken angegriffen worden? Ja. Entschuldige, der Mann, der den Falken gerufen hat. Das ist Härchen und mein Frauchen. Das ist Härchen von meinem Frauchen, so rum. Vielleicht kannst du dich von ihnen von hinten anschleichen, um ihn zu erschrecken. Ja, das ist ja auch gerade meine Intention. Also gut, von hier aus kletterst du am besten aufs Dach und überraschst den Alten. Von oben auf die Welt herabsehen. Der wird sich noch wundern, was er davon hat. Ja, das kennen wir natürlich ganz gut hier. Und ihr seht, er hat uns nicht mehr im Blickfeld. Er denkt, er ist da hinten. Wir sind da hinten irgendwo und da sind wir. Ah! So. Dann wäre das auch geklärt. Und ab geht's. So. Also, wo ist der Schild jetzt nur? Den haben wir ja schon mal gesehen in diesem Let's Play. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Hey, da ist ja der Schild. Ja, dann bring mich doch mal rauf mit nach. Na, komm schon. Und wir haben ihn. Du erhältst den Ordon-Schild. Drücke ZL, um ihn zu verwenden. Er verbrennt, wenn du mit Feuer in Kontakt kommst. Sieht irgendwie billig aus. Also gut, und jetzt das Schwert. Das findest du doch bestimmt schnell, oder? Ja, wir müssen mal gucken, wo wir das finden. Erstmal schärfen wir unser Gespür. Und schauen, was wir tun können. Um hier weiterzukommen. Also wieder rauszukommen erstmal. Oh, wir können natürlich wieder einiges zerdeppern hier. Durch die Tür können wir nicht so einfach, glaube ich. Nee. Ja, ein bisschen zu einfach irgendwie. Ach, da oben ist ein Fenster auf. Ah, okay. Nee. Falsche Taste. Hä? Warum geht das jetzt nicht? Ich komme da nicht mehr hoch. Das ist natürlich jetzt unpraktisch. Und spring. Geht doch. Und hip. So, damit wären wir wieder draußen.
Was war das für ein Geräusch? Sind etwa die Kinder zurückgekommen? Ich sehe mich nochmal draußen und geh du lieber rein ins Haus. Das Schwert für den Hof von Hyrule liegt auf dem Sofa. Wenn der Bürgermeister es holen kommt, gib es ihm. Aber Mao, du bist doch verletzt. So, dann schauen wir mal, dass wir uns noch das Schwert holen. Nee, darüber will ich jetzt gar nicht. Da hinten sehen wir schon, wer mit Fackel rumlaufen. Mit dem Huhn haben wir gerade schon gesprochen. Wir schärfen unser Gespür ein wenig. Und sehen uns mal um. Aber wir müssen auf Mo aufpassen. Weil der ist uns nicht gerade liebbesonnen jetzt gerade. Allerdings ist er auch nicht der hellste und sieht uns so schnell nicht. Allerdings seine Frau sollte uns auch nicht sehen. Sonst hier kann man wühlen. Hm, Zufall, Zufall. Dann wühlen wir uns mal in Maus Haus und suchen uns das Schwert. Ach schon. Nehmen. Du hältst das Ordonschwert. Mao hat es als Geschenk für den Hof von Hyrule angefertigt. Wunderbar. Damit sind jetzt unsere Waffen komplett. Wenn du dir Mühe gibst, bist du ja richtig zu etwas zu gebrauchen. So, damit endet unser kleiner Exkurs. Und jetzt führe ich dich in die faszinierende Welt der Schatten. Du sollst noch einmal in den Wald gehen, in dem du in diese Gestalt verwandelt worden bist. Aha, machen wir. Aber erstmal schärfen wir unsere Machen müssen wir gar nicht, okay. Das geht auch ohne Gespürschärfen anscheinend. So, jetzt müssen wir nur so sehen, dass wir hier auch unentdeckt wieder rauskommen. Da hinten humpelt Mao umher. Ach, guck mal da. Quack, quack. Ich dachte nicht, dass jemand mit mir reden würde. Ich weiß auch gar nicht, was ich sagen soll. Tut mir echt leid. So, da hinten haben wir Mao. Wir können ihn natürlich nicht angreifen. Schließlich ist ja unser Kollege. Zu dem bleiben wir mal lieb und nett, natürlich. Wir gehen einfach raus, zurück in den Wald. Ein Schwert und ein Schild haben wir ja zum Glück nun. Ich bin immer noch ständig irritiert wegen der spiegelverkehrten Sache hier. Wie gesagt, hätte ich den Heldenmodus gespielt, hätte ich die alte Version wie aus Twilight Princess. Die andere Version wie aus Twilight Princess kann man glaube ich besser sagen. So, da wo wir in den Wolf verwandelt wurden, sollen wir hin. War das. Warte. Komm zu meiner Quelle. Deine Erscheinung, eine dunkle Kraft. Komm zu mir. Achtung, ein Wesen der Finsternis. Ich spüre, dass es näher kommt. Oh Mist, die kennen wir doch noch, oder? Und super, und drauf. Und damit haben wir ihn. Was passiert hier?
tapferer Jüngling. Ich bin Latoan, einer der vier Lichtgeister, die im Auftrag der Göttinnen Hyrule mit Licht erfüllen. Dieser Dämon, den du gerade niedergerungen hast, gehört zu den Wesen der Finsternis. Sie rauben uns Lichtgeistern unsere Kraft. Okay. Schon ist alles Licht aus Hyrule gewichen, da es von den Wesen der Finsternis geraubt wurde. Die Gebiete, welche die anderen Lichtgeister schützen, sind von den Schatten bedeckt worden. Wenn niemand diese Wesen auffällt, wird bald nicht nur Hyrule, sondern die ganze Welt des Lichts von Schatten verhüllt sein. Um die Welt vor dem König der Schatten zu retten, musst du ihr das verlorene Licht zurückbringen. Und das heißt, du musst die drei Lichtgeister erretten, die in den Schatten gefangen sind. Oh, der redet. Es geht gerade so langsam. Du musst wissen, der Einzige, der dazu in der Lage ist, bist du. Dir selbst ist sie wohl noch nicht bewusst, die unglaubliche. Langsam. Dir selbst ist sie wohl noch nicht bewusst, die unglaubliche Kraft, die dir gegeben ist. Wer einmal von den Schatten berührt wurde, der verliert seine ursprüngliche Gestalt unwiderruflich. Heißt das, sie bleiben ein Wolf? Aber wenn du dich in Tiergestalt zum Wald von Fyrim begibst und den Lichtgeist dort befreist, dann wird der Lichtgeist seine Macht zurückgewinnen und dir deine ursprüngliche Gestalt wiedergeben können. Gut, Leute, ihr habt's gehört. Wir müssen den Lichtgeist in Fyron sein Licht wiedergeben, damit dieser uns zurück in unsere menschliche Form, beziehungsweise in unsere helianische Form verwandeln kann. Und damit legen wir los. Pass auf, sie ist dir gut an. Der Wald von Fyrin, wie du ihn kennst, wurde mit Schatten überzogen, wie du siehst. Vielleicht wirst du nie mehr nach Hause zurückkehren. Willst du es trotzdem wagen? Aber sowas von. Wir müssen es wagen. Für Hyrule. Und da werden wir von Midnas seltsamen Hand schon reingezogen. Wald von Fyrin. Oder Fyrone, ich weiß es nicht. Ich würde Fyrin sagen. Puh, mit so etwas kämpft man also in deiner Welt. Ob man mit sowas diese Biester wohl erledigen kann? Wirklich, tut mir leid, aber dieses Zeug ist nicht für mich. Wenn du willst, kannst du es ja verwenden. Wie auch immer, ein Versprechen ist ein Versprechen. Also werde ich dir helfen. Und vielleicht vertraue ich dir sogar. Dafür wirst du mir aber auch einen Gefallen tun. Ich möchte, dass du etwas für mich findest.
was, das sage ich dir später. Aber es ist aber ganz leicht. Aber was viel wichtiger ist, hörst du auch die Stimme des Lichtgeistes der Arme? So ganz allein im Dunkeln. Wo mag er nur sein? Will nicht wissen, was mit deiner Welt passiert, wenn wir ihn nicht schnell finden. Also los, nicht so träge. Wir sollten diesen Geist schließlich finden. Und den werden wir finden, allerdings in der nächsten Folge. Leute, es ist wieder an der Zeit. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei, wenn es wieder heißt Legend of Zelda Twilight Princess in High Definition. Mit mir, den Cloud von Delivery LP. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.